Gespenstige und unheimliche Geschichten erzählen sich die Sachsen über das Erzgebirge. Verwitterte Felsen, Ritterburgen, Schluchten und der dunkle Mirikwidi-Wald erzählen von vielen Schicksalen. Hier geschahen und geschehen die unheimlichsten Dinge. Schätze finden sich in Bergspalten. Ein blaues Flämmchen treibt sein Unwesen. Berggeister gehen um. Drachen wohnen auf Burgen und Tote erstehen wieder auf. Ihr Lieben, ich bin der André Hennecke und ich freue mich, am 24.10. zu euch zu kommen um 15.30 Uhr im Kulturzentrum Erzhammer. Verwoben mit der Musik des Gitarristen Frank Fröhlich erzähle ich euch aus dem reichen Sagenschatz des Erzgebirges.